Okay, also pass auf, Jesse kommt gleich. Kamera läuft. Perfekt. Ja. Also ich rufe dich danach nochmal an, okay? Okay, Leute. Komm bitte, wir sind in die Ecke. Jesse kommt gerade. Ja, also. Jesse hat nämlich morgen Geburtstag. Wir nehmen diese Szene noch schnell auf. Wir machen eine Überraschungsparty. Wenn ihr das seht, dann hatte sie schon Geburtstag. Dann könnt ihr unter den Kommentaren einfach nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich schreiben. Ich möchte Jessie eine ganz besondere Überraschung machen. Und zwar kommen ihre engsten Freunde zu Besuch. Sie weiß nichts davon. Sie würde sich mega freuen, um mal ihre Freunde zu sehen, bevor dann das Baby da ist. Dann wird die Zeit ohnehin viel zu knapp. Ob die Überraschung wirklich klappt, das sehen wir morgen. Ich gebe mal mir die Kamera. Der bei mir. Der Valentin. Der, wo sonst immer die Kamera hält, der wird morgen die Mädels abholen vom Flughafen. Ramona, wie oft bist du jetzt schon vor der Kamera gewesen? Gar nicht so oft. Für diejenigen, die Ramona nicht kennen, ist die gute Seele unseres Büros. Sie kümmert sich um alles. Ohne Ramona läuft hier gar nichts. Und so ist es morgen zum Beispiel mit dem Kuchen. Die Ramona hat nämlich für Jessie und mich einen Spa-Tag organisiert. Wir werden zur Massage gehen und dann nichts ahnend ins Restaurant gehen, wo alle auf uns dann warten. Wird eine mega Überraschung. Hoffentlich klappt alles. Du hast eine leckere Torte besorgt. Und morgen alles um 14 Uhr. 14 Uhr. Ob es alles klappt, Daumen drücken. Schatz, was soll ich nochmal einpacken? Frische Unterwäsche. Was reinkommt, den du nicht verlierst. Den Beutel da. Und eine Sonnenbrille. Also eine Sonnenbrille, eine große im Idealfall. Eine ganz ziemlich große Sonnenbrille. Das machst du doch alles extra. Aber es ist doch alles zu. Wir können kein Wellness machen. Egal, wir werden es später sehen. Ich, Leute. Mich erreichen gerade so viele Nachrichten, wie wir nur am Flennen. Ja, ich habe heute Geburtstag. Es ist bereits ein Jahr her, wo ich 30 geworden bin. Und ich bin 31 heute. Ja, und ich weine nicht, weil ich 31 bin, sondern weil ich so schöne Nachrichten bekomme. Ha, huh, und ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Hingeht und eine Sonnenbrille habe ich, aber die Sonne scheint heute nicht. Egal, ich halte euch auf dem Laufenden, was wir heute machen. Guck mal, wie süß. Diese kleine. Ei. Die ist ausgebüxt. Welche? Oh, die ist ausgebüxt, guck mal. Oh nein. Guck mal, die Kleine da. Schatz, wo geht's hin? Zuerst überraschen. Okay. Wir sind jetzt hier im Aquaturismo. Und hier machen wir jetzt einen schönen Spa-Vormittag. Echt? Guck mal, die Zitronenbäume an. Die haben sich hier vorne ihren eigenen Salat an und so. Oh, wie cool. Schön hier. So, richtig schön. Wow. Das wissen, ich liebe Wellness. Deswegen freue ich mich so sehr. Und es scheint so, als wären wir alleine hier. Deswegen wird es wahrscheinlich romantisch. Ich melde mich später bei euch. Badehose. Ich trage mich gerade einen anderen Schlüpper und mir gerade eine schöne Pantenmassage. Oh, das war so schön. Und jetzt gehen wir richtig schön zum Mittagessen nach Salinas in den Beachclub, wo wir schon immer hin wollten. Mhm. Und wir sind ein richtig schönes, romantisches Mittagessen. Ja? Alles super geklappt, aber ja klar, hat die Ramona.
Corona-organisiert. Und jetzt haben wir genau noch eine Stunde Zeit, um pünktlich anzukommen. Ich habe gerade die ganze Zeit, wurde mit WhatsApps bombardiert. Angekommen sind die Mädels schon. Kuchen ist schon klar. Location ist auch überdacht, weil es regnet. Aber gut, es wird schon schön. Heizer sind vorbereitet. Blumenschaus ist da. Deko ist da. Jetzt hoffe ich, dass die Überraschung gelingt. Jetzt haben wir tatsächlich Pech mit dem Wetter. Es regnet. Naja, wir fahren jetzt gleich ins Restaurant. Dieses Agroturismo heißt Cancureo. Ich markiere es euch in der Beschreibung. Das ist ein wunderschönes Agroturismo. Also auch einen tollen Spa-Bereich haben die. Da kann man eben auch mal als Tagesgast hin. Ja, wunderschön ist es. Aber noch viel schöner, wenn die Sonne scheinen würde. Hoffentlich werden wir im Restaurant einen tollen Platz haben unter Dach. Das ist momentan ja auch schwierig, denn die Restaurants dürfen nur draußen servieren und nur bis 17 Uhr. Das ist momentan so. 4 Leute dürfen maximal an einen Tisch. Wir sind ein bisschen mehr als 4, deshalb müssen wir uns an verschiedenen Tischen aufteilen. Ich hoffe, das hat alles geklappt, aber die Ramona hat es bestimmt richtig organisiert mit ein bisschen Creme, sodass wir alle auch beieinander sitzen können, so ganz grob, also dass man sie wenigstens hören kann. Naja, Daumen drücken. Es gibt nochmal eine kleine Überraschung. Was denn? Nein!